Hallo meine Lieben! You're up, meine lieben Freunde! Was macht man jetzt überhaupt? Wir haben jetzt das Pre-Order-Recap am Start und zwar Part Nummer 9. Hab ich gewusst. Ja, ich weiß, oder? Ja, na, mal schauen, was in dieser Woche Neues gekommen ist. Ich glaube, so viel war es nicht. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe gar nicht so aktiv geschaut. Ist auch nicht so stark, ja. Darum lassen wir uns überraschen. Bis gleich. Bis gleich. Viel Spaß. Wir sind auf Seite 3. So. ich muss sagen, wir starten gleich mal mit der netten Akame. Ja. Akame. Da muss ich sagen. Schade. Ja. Also ich bin ein richtig großer Fan von dem Anime Akame ga Kill. Übrigens. Warte mal ganz kurz. Hm? So, du bist so abgeschnitten. Ich sehe nur drauf, aber mehr sieht man das. So, jetzt nochmal. Hier, bitteschön, da ist die gute Statue. Ja. Wie ich das zuerst gesehen habe, es kommt die Akame raus. Ich habe mir schon gedacht, instant buy. Dann habe ich mir aber die Fotos genauer angeschaut und ich muss sagen, für eine 1:4 Statue, sie wirkt mir ein bisschen zu lieblos bzw. zu billig. Kann jetzt aber auch an den Fotos liegen. Geht mir aber genauso, weil Mario hat mich auch nach meiner Meinung gefragt damals, als sie rausgekommen ist. Da habe ich auch gesagt, mir sieht die zu billig aus. Also sie sieht aus wie irgend so ein PVC-Billigzeug. Ja, aber ich habe extra nochmal in Anime reingeschaut und nein, irgendwas passt nicht bei dieser Statue. Ich war ja schon kurz davor, dass ich gesagt habe, scheiß drauf, ich mache mal einen Blindkauf, vielleicht ist dann besser in Natura. Aber nein, werde ich doch nicht machen, ist mir zu unsicher. Aber schade, ich hätte von dem Anime wirklich gerne eine Resin-Statue. Ich auch, aber nicht diese. Mm-mm. Trinkt einfach, was ist denn da los? Ja, warum nicht? Ich bin durstig. Genio Force, finde ich, ist cool geworden. Finde ich lustig. Ich finde es auch cool, dass da so diese Effekte, diese Manga-Effekte quasi drin sind. Da sieht er ja eh schon, wie er fertig ist. Na, finde ich lustig. Ist ein cooles Ding irgendwie auch mit dem Frosch. Finde ich lustig. Weil absolut. Er ja zum Frosch wird später. Ist auch nicht teuer. Können wir unten nachschauen, gell, Mario? Kostet nur $165. Ja, sehr. Und kommt im Q2 jetzt eh dann gleich mal. 30er. Fairer Preis für die Größe und schon richtig schön aus, ja, von der Art her. Wenn du die Genio Force haben willst, unbedingt. Ja. Dann haben wir eh in Stock. Da übrigens ist schon ziemlich geil. Coming soon. Dann haben wir einen Vegeta. Jupp. Und da muss ich sagen, auch und genauso wie Mario, den will ich eigentlich haben. Also ich werde mir den höchstwahrscheinlich nächstes Monat in 1:6 holen. Der sieht ultra gut aus. Ja. Ich finde beide Köpfe gut. Ja. Auch der Saiyajin-Kopf sieht gut aus. Generell, das ist so seine typische Pose. Na, das auch ist diese simple Base. Ist genau, cool. Es ist eigentlich genau das, was ich haben will. Eine simple Base, seine Pose. Ich finde das mit dem Battle Damage cool und es sind beide Köpfe echt geil. Ja, das ist eh der Margin. Der Margin, ja. Na, also ich glaube. Gab es ja schon mal einen Goku davon, den muss ich aber sagen, finde ich nicht so cool. Der gefällt mir auch sehr gut, den hätte ich auch schon fast mal gekauft. Ich finde ihn nicht ganz so cool. Ich weiß nicht, da hat es vielleicht an seinen Augen was oder was, ich weiß nicht. Das ist so ein Original Goku. Ich weiß, ja, aber das stört mich ein bisschen. Aber trotzdem, als Vegeta-Fan finde ich den ziemlich cool. Werden wir vielleicht dann bald in einem Video sehen. Dann haben wir ganz viel in Stock-Zeug gehabt und dann haben wir eine. Ja, das braucht man nicht. Prodi, da schauen wir nicht rein. Da sind wir schon was durch, ne? Weil da ist auch viel in Stock dabei. Was haben wir da noch? Das kann ich leider nicht. Skytop Studio WCF Goku gegen Buu. Aber, weil da gibt es schon mal ein Buu gegen Buu. Aber in kleiner Buu. Jetzt ist dicker Buu. Ah, okay. Das gibt's schon. Das ist ja, ja. Was unser Kollege Dave hat. Das ist der Unterschied, okay. Ja, aber bei ihm ist es der fertige Buu quasi. Ja. Und da ist er noch der dicke Buu. Na, muss man sagen, die Dinger, wenn man so kleinere Sachen haben will, ist man das sehr gut aufgehoben. Ist nicht gerade groß. Wiegt zwar mit den Maßen groß, aber die Figuren sind doch relativ groß. Ja, kleiner. Man darf nicht vergessen, da ist sehr viel Diorama dabei. Aber man muss schon sagen, sehr detailliert. Das stimmt, ja. Und wenn man ein bisschen Platz sparen will, warum nicht? Ja. Dann, wo waren wir da? Da unten waren wir. Haben wir einen Kalifa. Kalzifa, so heißt er.
muss ich sagen, hätte ich mir sofort gekauft. Ein Kaltziffer? Ja. Ja, aber da ist nichts dabei. Richtig. Das hat mich so geärgert. Nein, ich habe gerade das, was in Holz so haltet und mit dem Topf und weil er so dumm reinschaut, habe ich gedacht, mein Gott, ich kaufe mir den jetzt. Ja, mit dem Topf und dem Holzding unten drunter fand ich richtig cool. Aber da. Und dann steht in der Beschreibung, only Kaltziffer and Stove. Aha. Ohne Base. Ja, ein Stock oder schon? Nein, wie jetzt? Nein, Stove ist der Topf. Achso, without wooden. Ja, dann haben sie sich aber verschrieben, weil gestern oder vorgestern ist noch dabei gestanden, dass gar nichts dabei ist. Ja, das habe ich auch in Erinnerung, ne? Na, ganz sicher, weil der Dave hat das auch noch gesagt. So, wäre cool, ja. Ich finde auch, weil er LED hat. Also, warte mal, da ist jetzt. Da sind ja sowieso neue Bilder auch wieder drin. Du, hab ich noch mal bitte. Das da? Nein, was da steht, was nicht dabei ist. Without wooden fan space. Ja, das ist nur die Holzplatte unten. Aha, ja, aber dann ist er doch im Topf mit dem Holz. Ja, das Holz da unten drunter ist nicht dabei. Finde ich trotzdem schade, weil ich jetzt so jetzt gut gepasst irgendwie. Ja, aber gut, die untere Holzplatte was brauchst du jetzt. Googeln, ob das jetzt wirklich Topf hast, ich bin mir nicht mehr sicher. $95 ist auch nicht teuer. Nein, der ist cool. Ja, es heißt übersetzt Herd, aber ja, das ist der Topf. Ja, das war mir wurscht, wenn die untere Base nicht dabei ist. Mir nicht. Ich finde, das passt gut zusammen mit dem Rand da. Da haben wir ein Bunny Girl. Aha. Ja, kann man mal machen. ja, dann haben wir da einen Tenshin Han und einen Chao Zhu. Auch cool. 1:4 und 1:6. Das sind, glaube ich, die aus dieser Reihe. Ich wollte es nicht auch gerade sagen, ja. Weil die haben die gleiche Base, oder? Ja. Die kannst du, glaube ich, nachher alle zusammenstellen. Da gab es ja schon mal welche. Finde ich cool. Na, aber wenn ihr euch erinnern könnt, da war mal vor ein paar Wochen, wo die 10 Charaktere oder was da oben waren. Ja, diese das Startbild eigentlich. Ja. Quasi, was beim Intro das letzte Bild war. Ich habe noch nicht einmal in die Kamera geschaut heute. Hallo, hier bin ich. ja, ist aber cool, ja. Ja, ein Link. Finde ich ziemlich cool. Da springen wir jetzt aber mal. Einen Link brauchen wir nicht immer. Haben wir erst gehabt. In Stock, in Stock, in Stock, in Stock. Das ist gar nicht zu viel. Letzte Seite. Seite 1. Und da haben wir in Stock. Dann haben wir die Pre-Order Sakura. Da gibt es eine Serie von. Ich finde, sie ist schön gemacht. Brauche ich nicht, so eine Sakura. Bin ich ganz bei dir. Also ich muss auch sagen, das Konzept mit der Base finde ich auch ziemlich lässig. Es gibt ziemlich mehrere, ja. Die habe ich damals gesehen. Ja, die kenne ich auch. Die zwei kenne ich nicht. Mehr. Die habe ich beide nicht gesehen. Die ja, die, vielleicht die kommen die auch erst, ja. Das ist die Corona, ne? War cool. Ja, die Base und so, ich finde das cool, wenn jemand auf sowas irgendwie abfährt. Nein, sie ist auch schön gemacht, aber ich sehe jetzt keinen Sinn und Zweck dahinter, dass ich mal die ganzen Damen in so einen Wedding Dress hole. Also ja, so eine schöne Statue, absolut, aber nein. Ja, kostet halt auch $409. Ja. Für lizenziert eigentlich nicht teuer. 1:7 ist jetzt nicht unbedingt. Nein, ist ein schönes Ding, ja. Absolut, aber na. So, dann haben wir Big Mom Szene Base, das ist nur die Base. Ohne die Big Mom. Okay. Joy. Und Final Fantasy 10. Ja, dann haben wir den da. Den kennen wir irgendwo her, ne? Ja, natürlich kennen wir. Ich finde aber die B-Version cooler. Okay. Oder? Du nochmal zurück auf die andere. Das ist der rote Arm. Ja. Das ist. So. Finde ich schon besser. Ja, obwohl das Blut, es schaut halt aus wie so. Ja, wie so ein Wirsteln. Wurm oder sowas. Aber ich finde auch hier der Arm sieht ein bisschen witzig aus. Ja. Zu tief in den Arsch gefistet. Piep. Das kann man ruhig sagen. Aber ja, 100, was? 309, so um $279. Nee, jetzt nicht ultra aufregend oder so, ne? Ja, wurde das jetzt auch lizenziert? Ja. Okay. Finde ich dann auch eigentlich fast ein bisschen teuer. Wen ich sehr cool finde, ist auch den Gohan. Da finde ich aber seinen normalen Kopf besser. Mhm. Sein mit schwarzen Haaren. Das ist ja das quasi in dem Kaio. Ja. Da.
wo er zum Schluss mit dem Schwert hat, der ist cooler, ne? Ja, den finde ich schon auch ganz passt gut. Passt da besser zur Statue, finde ich. Ja. So, ja. Ja. Da. Ja, cooles Teil. Und der ist nämlich auch nicht teuer, der kostet $180. Boah. Das ist günstig. Für 1:6 und LED. Mhm. Und ja, eigentlich keine kleine Base, ne? Boah, das ist recht groß eigentlich, ne? Mit einem Schwert. So, finde ich sehr, sehr cool, ja. Mhm. Für einen, der einen Gohan mal haben will, in der Variante sowieso, ist schon echt cool. Na, da darf man nicht meckern. Das ist 40 mal 30 mal 30 quasi, ne? Na, das ist echt gut, ja. Den finde ich cool. Gefällt mir. Dann sind wir bei einem Mini Carrot. Zeig mal. Mini Carrot? Ja. Mini Carrot! Die wird gut zu deinem Dings passen eigentlich, ne? Von der hat auch so einen Plastikteller gehabt, ne? Das wird wahrscheinlich auch so gleich größer. Aber die schaut lustig aus. EX-Version? Boah. Weiß ich gar nicht, ist das EX? Ja, ist ne. EX Solid Moon und Transparent Moon. Wo ist der transparente Moon? Das ist Solid Moon. Ja. Lustig für sowas Kleines, ne? Sowas? Die Standardversion kostet 65 und die EX 95 Dollar. Das war nicht so schlimm. Ja. Es wäre ja Ostern. Was? Machen wir den Hasen, oder? Dann gehen wir weiter. Was haben wir da? Absinthe Studio. Das kennst du den Tag, glaube ich, ne? Mhm. Auch. Ich sehe nichts. OT Studio 1:4. Ja, fei. Na, muss ich leider passen. In Stock. Und dann haben wir jetzt gerade aktuell vor ein paar Minuten noch die Nezuko-chan reinbekommen. In 1:4. Lizenziert. Also teuer. Weil das Pre-Order kostet schon 329. Das Deposit kostet schon 329. Mit ihrer Dämonenkunst, mit der Blutkunst da. Sieht ja schon cool aus, ne? Das ist fast ein bisschen zu viel, ne? Die Augen fallen mir nicht so. Achso, doch. Ich finde nur leider, da ist mir zu viel was ist das? Pink? Violett? Ja, ja pink. So pink. Rosa. Ja, du siehst fast nichts von der Figur an sich. Ja, das ist aber gar nicht klein, ne? Auch Kostet aber auch ein Taui. 929 US-Dollar. Das ist mir auf jeden Fall zu viel. Ja. Dafür auch, dass nicht so viel da ist jetzt, ne? Richtig. Also, ja, ist viel los. Kann man schon mal. Leuchten die Augen oder was? Keine Ahnung. Vielleicht schaut es deswegen so komisch aus. So von der Seite sieht es schon wieder anders aus, ein bisschen. Sieht schon cool aus auch wieder. Nein, es ist eine coole Statue, aber ich muss sagen, 1:4 kommt sowieso nicht in Frage bei uns. Nicht unbedingt mehr, ne? Und ein Tausender für. Da muss man die Statue, die muss man vom Hock hauen. Die muss ich sehen und sagen, oh, will ich haben. Also von dem her. Nope. Gut, das wär's. Haben wir wieder alles durch. War diesmal nicht so viel. Nein. Aber natürlich machen wir es trotzdem für euch, weil ihr wollt ja auch nichts verpassen, an was alles so Schönes rauskommt. Und mit euch ist es dann gleich noch viel lustiger, wenn man sich so durchschaut. So ist es. Und kurze Info für alle, die bis jetzt noch eingeschaltet haben und brav zuhören. Wir hatten ja mal das Problem mit Madara, das ja gebrochen war. Richtig. Und ich mit FNC gesprochen habe, was wir da machen können. FNC hat sich auch zurückgemeldet bei mir. Das Studio hat leider keinen Ersatz mehr. Sie haben mir angeboten, dass ich das in eine Reparaturwerkstatt schicke und die Rechnung übernehmen die dann. Den Aufwand wollte ich aber nicht betreiben, um ehrlich zu sein. Und habe dann einfach mir einen Gutschein rausgehandelt bei FNC und habe mir natürlich bereits eine neue Statue bestellt. Dieser Gutschein war 120 US-Dollar. Das war, kann man sagen, ein Drittel von der Statue. Ja. Und muss ich sagen, war eigentlich ein Drittel mit Versand. Na, ohne Versand. Ohne Versand. Ja, ein Drittel von der Statue. Sie haben mir erst ein bisschen weniger geboten, dann habe ich gesagt, das ist zwar lieb und nett, das finde ich aber nicht fair für die Art von Bruch, weil wenn ich sie jetzt selber richte, dann habe ich erstmal einen Ultra-Aufwand und jede Reparaturwerkstatt hätte mehr verlangt. Deswegen. Also, wenn er es reparieren hätte lassen, das wäre ihnen viel, viel teurer gekommen. Ja. Und so haben die Ruhe quasi, gewinnen sie ja damit eh wieder, weil sie kriegen das Geld ja wieder. Es ist ein FNC-Gutschein. Und wie gesagt, ich mache denen auch keinen Vorwurf, dass sie zuerst ein bisschen niedriger angesetzt haben,
Weil klar, jeder schaut auf sein Geld und ja, man probiert halt. Und aber ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen und habe dann einfach gesagt, hey, Kollegas, ich hätte gerne... Und das war aber anstandslos. Sofort, ja, ohne Probleme. Das war absolut cool wieder. Ich finde es ja auch gut, dass sie gesagt haben, schick's irgendwo hin, lass es reparieren. Das ist natürlich der Optimalfall eigentlich. Ne? Nur ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Bock drauf, die einzupacken. Ich habe keinen Bock drauf, die irgendwo hinzuschicken. Alleine das ist schon wieder ein Aufwand. Da muss ich wieder irgendwo schauen, dass ich das... Dass das irgendwie wegschickt. Naja, man muss ja dazu sagen, bei uns jetzt da in Österreich, weil ich weiß nicht, wie es in Deutschland zum Beispiel ist, ich wüsste nicht mal jemanden, der was das macht. Keine Ahnung. Und jetzt musst du erst schauen, wo schickst du das hin, oder sagen die da ein Studio, wo du das hinschicken musst. Und okay, da warst du jetzt so viel besser aufgekommen. Ja. Und ich habe natürlich was Neues bestellt. Und zwar von Fantasy Studio eine Pokémon-Statue. Und mehr sage ich noch nicht. Sie kommt erst im Q4 raus. Mhm. Und jetzt habe ich schon genug gespoilert. Wer jetzt ein bisschen sucht, der weiß wahrscheinlich, um was es geht. Wer das ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall ein Riesenteil. Und ich als Nicht-Pokémon-Fan muss zugeben, geiles Teil. Und dann habe ich gesagt, das war's mit einem Pre-Order-Recap und kurzen Anime-Update-Statuen-Update. So. Und dann bis zum nächsten Video, oder? Ja, dann danke fürs Zusehen. Schönes Wochenende euch allen. Und bis Sonntag. So ist es. You're up.